Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA The Ballad of Gay Tony. Im letzten Part haben wir wieder einiges erlebt. Wir haben wieder für Yusuf gearbeitet und er wollte uns was schenken, aber ich sehe gerade, dass der Wagen nicht da ist. Das ist ein bisschen scheiße. Ich wollte ja eigentlich die Rocker-Mission machen erst dann. Jetzt habe ich gedacht, nehme ich doch erstmal Yusufs Geschenk, aber da es nicht da ist, tja, muss ich wohl warten, aber es kann auch sein, ja, es ist so sau spät abends, hat er keine Lust mehr, den draußen stehen zu lassen. Machen wir die Rocco-Mission. Vielleicht kann der Kerl uns ja irgendwie helfen, aus dieser ganzen Scheiße rauszukommen. Ja, rollen wir uns hier runter einfach ab. Ich habe jetzt keine Lust irgendwie. That's what I told him. That shit would never have happened back in the day. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? That's very funny. You know, Mr. Ancelotti's still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, all right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you and the clubs over the faggots, so you're lucky. You kill Tony, you get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is going to send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser hanging out with children living a fantasy life. I ain't killing Tony, but I may be about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch. Okay, der Russe verbündet sich mit Ancelotti, weil beide wegen der Diamanten angepisst sind. Okay, fahr zum Messionett. Nein. Und ich habe da ein ganz, ganz mieses Gefühl. Okay, ich meine, einen großen Deal. Hehl müssen wir uns jetzt nicht wirklich drum machen, ne? Also es ist ja klar, Tony. Warum ist mein Auto nicht da? Ach komm, fick doch mein Leben, ey. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich Frust essen. Hey, hast du einen? Mann, keiner mag mich. Leute, ich brauche ein Auto. Ich muss zu meinem Club. Naja, wir dürfen jetzt uns da auch eine Riesenschießerei liefern. Und dieser Rocco da, die würde ich am liebsten jetzt gerne umlegen. Hey, Taxi. Halt. Ah, da ist noch eins. Ui, Hilfe. Ich werd hier von der Polizei überfahren. Gibt's ja nicht. Einmal dahin zum Club, bitte. Wir haben gleich was vor. Da wir den Angeboten nicht nachgeben werden. Wir werden ja Tony nicht umlegen. Er ist zwar ein Schwachkopf, aber er hat nicht verdient, von uns verraten zu werden. Ja, wenn das Laden noch nicht so lange dauern würde. Here we are. Oh yeah, thank you. Desi, geh du besser in Deckung, es sei denn, du kannst mitschießen, was ich allerdings bezweifle. Geh in den Club und such Tony. Okay, müssen wir ihm erstmal. Ich glaube, er weiß noch gar nichts davon. Okay, okay, er weiß es doch schon. We got money coming. We can expand, refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell him. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got it. You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Natürlich verraten wir ihn nicht wirklich.
Wir müssen nur dafür sorgen. Wie blöd bist du, uns die Waffe zu geben? Sorry, man. Sorry, D. You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man. We don't got time for this gay shit. Fucking pop them already. Ja, so ist's richtig. You fucking moron! Hey, I had second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. Komm, leg ihn um. The Russians. Fucking everyone, they're coming after you. The old man, you're fucking dead. The both of you, they're coming any second and they're expecting corpses. We better not disappoint then. Ah, keep your head, Lou. He's a maid guy. Fuck him. All right, get out of here, Rocco. This is for the old man and that's it. Warum tötet ihr ihn nicht einfach? Get out of my club, you fucking mook. Warum legen wir ihn nicht um? You sure that was smart? You sure not shooting me was smart? I don't think so. All right, if we're gonna operate... Und gute Waffen. What now? I don't know. Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? Los, schnapp dir eine Waffe und hilf mir. Erledige Bulgarins Männer und beschütze Tony. Ja, das wird teuer, das wieder zu renovieren. Dos vidanje, meine Freunde. So, komm. Alter, das sind da wirklich viele. Ja, genau. Los, erledigen wir sie alle. Alter. Oh, das ist... Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, ich bin down. Ich brauche ein Medipack. Los, legen wir sie alle um. Hilf mir, Tony. Mann, der schickt ja ganz Russland auf uns. Attacke! Okay, wir haben eine Überwachungskamera. Noch mehr Leute? Können wir nicht Enrique und Armando zur Hilfe rufen? Das wäre noch nützlich. Ja, okay. Ich will aber die Munition. Gibt's noch mal irgendwo Weste oder so? Wäre ganz... Weste und Heilung, sehr schön. Los. So. So. Na los, komm, die sind doch keine Gegner. Ui, haha. Ja. So, komm. Warte mal. Wie
think we're clear out here. Come out. Oi, das waren da wirklich eine ganze Menge. Tony, man, what the fuck? We got through it. We beat them. Who'd we beat? A couple of goons? The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. It's been nice knowing you. Don't be stupid, T. T, please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. Ja, den Angriff haben wir erfolgreich abgewehrt. Lief doch super. Party's over. Na, jetzt passt natürlich auch der Titel. So, wir leihen uns einfach eins dieser Autos aus, denn die Besitzer, die brauchen sie nicht mehr. Die Toten transportieren wir noch mit rum. Jetzt gucke ich, ob wir jetzt vielleicht Yusufs Geschenk mitnehmen können. Und wir haben doch noch eine Tony-Mission. Ja, die Leichen müssen raus. Wir wollen ja nicht von der Polizei angehalten werden, wie Kriminelle. Nein. Das wäre ja ganz schlecht. Aber das war ja schon heftig. Alter. Ich hatte völlig vergessen, wie viele Truppen die da schicken. Hatte ich echt vergessen. Na, Yusuf, komm, du hast mir einen schicken Wagen und irgendwas versprochen. Das möchte ich haben. Ohne das gehe ich nicht, weil ich glaube, diese Tony-Mission ist jetzt die Abschlussmission. Tschüss. Ich glaube, ich sehe ihn schon. Ja, diesmal ist Yusufs Wagen da. Und was hat er wohl im Handschuhfach für uns? Vielleicht noch etwas Schönes? Auch aus Gold? So. Okay, Yusufs Super Drop Diamond steht jetzt bei seinem Apartment zur Verfügung. Ja, das ist schön. Ui, das Ding hat er uns geschenkt. Eine Uzi. Das ist aber keine ganz gewöhnliche Uzi. Das ist die goldene Uzi, die er bei der Mission Caught With Your Pants Down uns die ganze Zeit gezeigt hat, mit der er da rumgespielt hat. Das Ding sieht nicht nur sehr schick aus, es ist auch eine meiner absoluten Lieblingswaffen aus Grand Theft Auto überhaupt, denn das Ding hat eine Feuerrate, die aus meiner Sicht von keiner automatischen Waffe je übertroffen wurde. Und Yusuf ruft an. Ja, hey, du hast die Tür meines schönen Autos abgefahren. Das geht aber gar nicht. Gut, aber ich würde sagen, dann können wir uns in der nächsten Mission auch zeigen, was dieses wunderschöne Ding so kann. Denn wir werden uns nochmal eine richtige Endschlacht liefern müssen. Denn Ray Vulgarin gibt so schnell nicht auf. Obwohl wir gefühlt eine Kohorte seiner Leute erledigt haben. Erst die eine Sache beim Attentat und jetzt nochmal das. Aber wir fahren ganz konspirativ dorthin. Ja, okay, er will nicht. Der wohl auch nicht. Okay, dann nehmen wir eben halt die. Auch nicht so tragisch. Zu Tony, bitte. Natürlich fahren wir schnell, wir können es uns leisten. Wir sind ja keine armen Schlucker. Jetzt zeige ich euch nochmal die Waffe. Louis, zück sie doch bitte mal. Okay, nachladen können wir die nicht mehr. Das ist das schöne Ding. Sieht cool aus, ist es auch. Und die dürfte auch das MG, ja, Departure Time, ja, das ist die letzte Mission. Leute, freut euch, das ist die letzte Mission. Und Tony will abhauen, aber ist das wirklich nötig? Hey. Fuck off, Luis. Ay, Dios mio, haven't we been through this already? Been through the fact that you wanted to kill me? Been through the fact that you're far from... Es war eine Finte, Junge. This is over. It's over. I just want to go someplace far away from here and quietly wait to die. I lived it. I lived it hard, and now I'm ready to end it. Oh, shut up, you hysterical fucking queen. Get a grip, bro. Oh, yes. Silly me. Silly fucking me. The Russian mob want me dead. My best friend just contemplated murdering me. The mob are on my case. I'm massively in debt. And I just lost $2 million worth of diamonds. Any other man would just dust himself off and carry on. Look, okay, I'm sorry I thought about killing you. I really am. But if you keep up with the bullshit, I might have to kill you for real. Fuck off, Luis. No, you fuck off, Tony. I didn't kill you.
I wanted to. Why? Because you've become a useless junkie fuck, that's why. But I didn't. And now, it's you and me against the world, okay? And if your brains ain't working right, then I'll make the decision for us, okay? It's Bulgarin or us. Or you can shoot us both and make his life easy for him. Ja komm, wir legen Bulgarin um. You're kind of clever, aren't you? I only hired you because I thought you were dumb. Yeah, thank you very much. You're welcome very much. Are you coming now? Und tun wir Niko Bellic auch noch einen Gefallen, wenn der Kerl weg ist. Yes, I'm coming now. Well, let's go, come on. Ach, jetzt kannst du es plötzlich gar nicht mehr erwarten. Aber wie finden wir Bulgarin? Bulgarin was moving some smack out of the Funland on Firefly Island. Okay. Stimmt, ich hatte das vergessen. Diese Mission ist ein Zweiteiler. Wir müssen jetzt erstmal diesen Deal vereiteln. Und danach. Naja. Okay, wir fahren nach Broker zu diesem Markt. Look, T, don't go home. Don't go to the clubs. Don't go nowhere anyone might conceivably think to look for you. There aren't many places like that left in the city, I'm afraid. Come on, where do you think you can hide that no one would expect? I have no fucking clue. Dukes? I ran away from there when I was a kid, and I swore blind I'd never go back. Apart from to catch a plane. Okay, cool. Hit up, like, that Monaco Monument thing in Meadows Park. Hang out for a few hours. If I survive this shit, I'll find you. If I don't show, then I'm gone. Move to Brazil. Move somewhere. We'll never look back, T. I thought I was the annoying drama queen in this pairing. I'm serious, T. This is my last testament. Yo, send some money to my mom sometimes. Tell her I love her. Okay, Lou, shit. You'll be fine. Shit. No one in this whole crazy town is crazy enough to take you down. Okay, das hier ist der alte Park, den wir auch aus GTA 4 kennen. Zur Sicherheit nehmen wir die Knarre, denn die werden wir brauchen. Wir geben dich ins Funland. Ja, wir sind schon da. Sieht allerdings nicht mehr so sehr nach Fun aus. Kann Yusuf Amir hier nicht mal was umbauen? Ja, hier wird jetzt eine Riesenschießerei wieder stattfinden. Tell people Timor and Mr. Ray have serious package now. We own H Trade in Liberty. Okay. Vernichte das Heroin. So, jetzt zeige ich euch mal, was die Waffe drauf hat. Cooles Ding, was? Muss zwar alle 30 Schuss nachgeladen werden, die recht schnell erreicht sind, aber das geht zum Glück auch recht schnell. Heroin vernichten, ja, okay, machen wir schon, aber das ist die Waffe des Kampfarabers. Yusuf Amir. Was das Ding hier angeht. Das Teil zerstören wir auch einfach mit Yusuf Amirs Waffen. So, wo ist die Knarre? Nein, nein, scheiße, ich brenne, nein. Hilfe, kacke, das war ein Giga-Fail. So, das hier. Attacke. Okay, das Nachladen dauert doch seine Zeit. Ja, das dauert wirklich eine ganze Weile. So, ich würde sagen, jetzt benutze ich Haftbomben, das geht schneller. Und tschüss. Da hinten. So, tschüss. Nein. Attacke!
Schön, wie alles so klingt. Na, ist noch jemand von euch hier? Höchstwahrscheinlich. So. Begib dich auf die andere Seite des Funland, okay. So. Die Geräte fahren ja sogar. Nö, man kann sagen, was man will. Diese Waffe ist einfach geil. Schick anzusehen. Gute Feuerrate und auch verdammt tödlich. Ja, schöne Schutzweste. Die habe ich dringend gebraucht. Gibt es hier zufällig auch noch ein Medipack irgendwo? Ich gucke jetzt nochmal nach. Solche Sachen entscheiden nämlich über Leben und Tod. Müsst ihr wissen. Ja, ja. Okay, sehe ich jetzt gerade spontan nicht, aber vielleicht auf der anderen Seite. Mann, 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 das wird eine Menge Arbeit kosten. Vernichte die restliche Heroinladung. Gehörst du zu denen? Eieiei. Den habe ich nicht gesehen. Los. Ha. Seht euch doch mal diese geile Waffe an. Ihr habt keine Chance. Noch mehr Leute. Ist eine gute Frage. Okay, da hinten ist noch eins. So. Ah, Giga-Fail. So, der Gewinn ist vernichtet. Ey, erledige Timo und fahr innerhalb von 2 Stunden zum Flughafen. So, das war's für ihn. So, jetzt brauchen wir dringend eine Möglichkeit, zum Flughafen zu kommen. Steig auf das Bike. Oh, sag das doch mal früher, dass da ein Bike steht, ihr Trottel. Ich laufe hier in die völlig falsche Richtung. Schade, seine Leiche ist schon weggespawnt. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen jetzt dringend zum Flughafen Ray Bulgarin noch abfangen. Los. Fahr los. Yusuf, was gibt's? Oh, scheiß Bullen, ey! Aber das mit diesen scheiß Bullen ist jetzt auch schon wieder so nervig. Komm, verpisst euch. Die muss ich jetzt erstmal abhängen. Komm, lasst mich in Ruhe. Begib dich zur Dukes Expressway. Gibt's da nicht auch einen kürzeren Weg? Ja, wir fahren einfach hier durch. So, Yusuf hat angerufen. Was will er denn? Er und sein goldener Buzzard. Geil, der kann's. Alter! Der Kampfaraber hilft uns. Folge Yusuf zum Flughafen. Super, endlich nutzt er mal das Teil, das wir ihm geklaut haben. Der erledigt Bulgarins Leute. Wir brauchen überhaupt nicht zu schießen, denn er macht das. Und er kann wenigstens mit den Raketen umgehen. Hoho!
Ja, das ist ja. Jetzt ist Yusuf gefährlich. Ne? Jetzt ist er. Jetzt sind die richtig am Arsch. Wir müssen nur den Kugeln ausweichen. Hallo, Yusuf Amir. Das war ein Fail. Komm, verpisst euch. Ich muss dringend zum Flughafen. Ich habe einen wichtigen Flug zu erwischen. Geschäftlich, ihr wisst schon, ne? Yeah, aber diese Hilfe ist recht nützlich. Wir könnten das zwar auch ohne ihn schaffen, aber ich finde, so ist es ziemlich geil umgesetzt und er kann wenigstens mit den Raketen richtig zielen. Ich nicht. Gibt's noch jemanden? Okay. Ui! Schön gemacht! Hast du echt gut gemacht. Du bist der Beste. Bist der Beste, Yusuf. So, ab hier verlässt er uns wieder. Ab jetzt sind wir wieder auf uns gestellt. Aber eine gute Hilfe war er trotzdem. Verfolge den Blue. Ja. Gib mir mal eine Gelegenheit etwas früher. Gib Gas, gib Gas. Den müssen wir noch kriegen. Gib Gas. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Na, kennt ihr das noch aus SpongeBob? Noch ein Stück. 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 Los, gib Gas, 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 gib Gas. Oh ja! Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Los, schneller, 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 schneller. Ah. Gerade noch so. Ah, prima. Alter, das war sauknapp. So. Bulgarin, jetzt kann dich nichts mehr retten. Aber was haben diese Idioten auch die Tür aufgemacht? Die hätten auch so einfach fliegen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sie mit dem Raketenwerfer erwischt hätte, ist doch gleich null, so schnell wie die sind. Kostet die Kraft von Yusuf Amirs Waffe! Tja, Bulgarin, was hast du jetzt? Erledige, Bulgarin. Das war's für dich. Schön. Ja, sehr schön. Das war's für dich, Bulgarin. Oh oh. Wir verschwinden besser von hier. Ui, ui, ui. Holy shit. Ui. Begib dich zum Dukes Monoglobe. Ja, okay. Das haben wir überlebt. Und jetzt müssen wir einfach nur davon segeln. So, und wo ist das? Ach, das ist der Park da hinten. Ist natürlich irreal wie sonst was, aber ich finde, es ist ziemlich nett gemacht. Also, oh, bis da hinten hin sollen wir durchsegeln? Oh nee. Es muss doch schneller gehen. Tja, Bulgarin haben wir erledigt. Das erklärt auch den Grund, warum in GTA 4 Niko Bellic keinen Ärger mehr mit dem kriegt. Weil wir haben uns ja nur um Dimitri und Pegorino gekümmert. Bulgarin hingegen haben wir in Ruhe gelassen. Beziehungsweise der kam einfach nicht mehr vor. Hier in diesem Spiel war er weitaus wichtiger. Bin ich immer noch richtig? Ja doch, dort ist es. Markierung sieht ein bisschen uneindeutig aus manchmal. So, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht hier auf diesem Dach landen. Das wäre ein bisschen scheiße. Ich sehe schon ein bisschen Weg, wenn wir noch fahren müssen. Man schafft das nicht mit dem Ding. Klauen wir uns einfach einen auf dem Expressway. Alles nicht das Thema. Und damit haben wir es eigentlich auch geschafft. Jetzt können wir uns nur den Epilog anhören. Oder Epilog. Ne, Epilog ist besser. So, nichts ist passiert. Die Flugzeugexplosion, die ist wohl durch Konstruktionsmängel oder so verursacht worden. Das kann schon mal passieren. Komm, gib dein Auto schneller auf. Ich hab nicht ewig Zeit. Ja, ich... Oh. Komm, fahr einfach, du lahmes Ding. Gut, wir haben mit der Waffe locker ein paar Schuss verbraucht, aber nicht so viel, wie ich dachte. Nee, aber das ist einfach die beste Waffe, die man hier haben kann. Also, zumindest die von den leichten
vollautomatischen Waffen ist das die beste. Also. Ja, hat uns Yusuf auch wieder mal gerettet. Ja, halt die blöde Klappe, du scheiß Navigationsgerät. Ich weiß es doch. Und diese Karre ist lahm as fuck, ey. Warum ist denn die so lahm? Muss ich mir ausgerechnet für die letzte Mission jetzt wieder so eine Mistkarre klauen. So. Noch nicht ganz. Da drüben müssen wir hin. So, mal gucken, ob Tony überrascht ist, dass wir nach der ganzen Scheiße noch leben. Denn selbstverständlich war das nicht. Das war auch wieder mal hochgefährlich. Was willst du? Shit. Sorry, Pops. Come on, get up. Get up. Okay? Yeah, thanks. Take care of yourself, okay? Stay away from idiots like me. Fuck you. Wir könnten dich umlegen. Ach, die Diamanten? Die sind hier im Müll gelandet. Das ist ja lustig. Aber wie kommen die denn von dem... Wie kommen die von diesem Müllwagen denn... Ach, egal. Ja, ich weiß, es ist ein echtes Problem mit mir, you know? I wish I was more like you. Subtle, shy, retiring. Boy, I used to play around here when I was a kid, dreaming of the world, wondering what it was like at that place over there, or that little island over there. You ever go that thing? Nah, went to Algonquin instead, waiting for the world to come to me. You did it, man. You did it. You saved my life. You saved the business. You fucking did it. Hey, man, I did what I could, bro. I'm proud of you, man. Thank you. But I don't want you to get a big head. I don't want you to go change, become a megastar, go to Vinewood, write a blog. Oh, you're a pill-popping old queen, man. I'm a murdering maniac. But we survived, boom. We survived. We did more than survive, amigo. We prospered. We took on this town and we won. We took on this place and we gave it the fucking finger. Fuck you all! I don't care what people say. Tony Prince and Luis Lopez could not be stopped. Huh? Oh, jeez, who's this? What's up, Yusuf? Oh, did he just say that? Yeah, hey, man. You fucking made it. Man, that was some serious gangster shit. Shoot, shoot, shoot him up. I said shoot, shoot, shoot him up. Yo, T, T, give me a hug, give me a hug. Not too close, though. I don't want to give my father the wrong impression. Ah, Luis, I love you, man. I love you. I love you, too. I love everyone. Come on, let's get out of here. Oh, by the way, I think my father may be into franchising clubs. I know, franchise is not the way to go. The club is all about the people. Fuck the people! Fuck them all! Whip out your dick and piss all over them! You're gonna go a long way in hospitality, my friend. Ja, wir reisen jetzt glücklich. Ja, meine Freunde, das war es. Nach all den Quälereien durch das Ganze haben wir es geschafft. Und jetzt ist vielleicht auch die Möglichkeit, ein kleines Resümee dazu abzugeben. Also, verglichen mit The Lost and Damned waren die Missionen deutlich schwieriger. Wir hatten, glaube ich, wieder ein paar mehr Auftraggeber. Es waren insgesamt mehr Aufträge. Das Spiel ist etwas länger als The Lost and Damned, zumindest im Story Only. Wir haben Charaktere, die aus meiner Sicht wirklich gut gemacht sind. Wir durften Yusuf Amir kennenlernen, wir durften Tony Prince kennenlernen. Mit Luis können sich manche vielleicht auch identifizieren. Ich persönlich jetzt nicht so sehr, aber manch anderer vielleicht. Und naja, die Waffen sind auch ein bisschen besser. Die Story allgemein, weiß ich nicht, ist bei beiden so ein bisschen, finde ich nicht ganz so toll. Welches von beiden das bessere DLC ist, müsst ihr selbst entscheiden. Es hängt davon ab, worauf ihr steht. Ich persönlich finde
Gay Tony besser, durch viele Gründe. Andererseits mag ich The Lost and Damned eben auch, weil ich diese Biker-Sachen so mag und so. Deswegen sind beide DLCs für mich jeweils eine Bereicherung gewesen und auch GTA-würdig gewesen. Ja, abgeschlossen. Departure Time. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Hauptstory ist jetzt abgeschlossen. Und wir können die Mission sogar wiederholen. Stellt euch vor. Damit wir hier diese Werte voll machen können. Das gab es zum Beispiel in Lost and Damned auch nicht, sofern ich meine. Aber erstmal, Taxi. Ich will nach Hause. Wir haben uns das verdient. Oh, ich krieg schon wieder eine Nachricht. Ich krieg in den letzten Part so viele Nachrichten. Und Enrique schreibt mir auch etwas. Alter, das glaubst du nie. Noose hat diese beschissenen Panzerteile. Ruf mich an, wenn ich eins besorgen soll. Okay, wir können es jetzt also auch diese... Oh, das ist auch kein würdiger Abschluss. I just fucking stole this fucking car. Ja, du bist ja ein ganz großer. Du hast mich damit überfahren. Diese Teile, ne, dieses Ding, was wir für Yusuf geklaut haben, die können wir uns jetzt auch bestellen, aber das ist natürlich nicht mehr relevant und nach der Hauptstory aus meiner Sicht auch nicht mehr wirklich wichtig. Na, wir speichern es lieber auf dem hier. Es hat mich sehr gefreut, dieses Projekt machen zu können. Ich habe es eisern durchgehalten. Was jetzt das nächste sein wird, weiß ich nicht. GTA 4 ist ja auch dann zu Ende. Yusuf hat hier was geschrieben. Kumpel, der Buzzard auf dem steht für dich. Okay. Okay, Yusuf stellt uns auch seinen Helikopter zur Verfügung. Also wir haben jetzt sämtliche Superwaffen, die es in diesem Spiel gibt. Und der nickt irgendwie so komisch. Es hat mir Spaß gemacht. Welches das nächste Projekt sein wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, GTA 4 ist auch schon fertig, wenn ihr das Spiel hier gesehen habt. Also diesen Part gesehen habt. Es hat mich sehr gefreut. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann eine kleine Pause einlegen. Oder beziehungsweise seit ich aufnehme. Heute ist der 6. April. Bin mal gespannt, wann das hier hochgeladen wird. Ihr werdet dann schon sehen, was als nächstes kommt. Pause oder nichts oder doch etwas anderes. Auf jeden Fall erstmal kein GTA. GTA 5 wird erstmal verschoben. Wir sehen uns bei einem anderen Projekt oder einem meiner alten. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt meinen Kanal. Auf Wiedersehen. Tschüss.